Wir schreiben das Jahr 1998 und ein Team von Radfahrern, die mit Dr. Ferrari, einschließlich Alexander Vinokurov, Alberto Elli, Rolf Jermen, Marco Saligari oder der Drogendealer Rodolfo Massi, schreiben Geschichte. Er erreichte eine unglaubliche Zahl von 61 Siegen während der Saison und wurde der zweitbeste Team der Welt, direkt hinter dem italienischen Giganten Giorgio Squinzi und Patrick Lefebvre. 26 Jahre später ist dasselbe Team zurück. Zurück an den Ort, den es dank einer Mischung aus EPO und Bluttransfusionen verdient hat. Und als sie den Planeten in Angst und Schrecken versetzten, aber im Jahr 2024, machen sie es zu 100% sauber. Während es 1998 der Doper war, hatte die glückliche Jackie Durant, die auf die verschwitzten Trikots von 2024, sind es die zarten und sauberen Paris-Pontreux-Brüder, die Siege für das Casino-Team. Während das Team 1998 mit Kasachen und Ästen gefüllt war und Litauer und alle Arten von Sowjets, die in den Krieg ziehen würden, um die Mannschaft zu verteidigen, wenn es nötig wäre, 2024 nennen die ausländischen Teammitglieder die Rennorganisatoren einfach Dinosaurier und weinen im Netz wie Kleinkinder. Und während 1998 ein führender Däne im Team war, Bo Hamburger, das große Dopingsmonster der 90er. 2024 sind nur zwei Franzosen, die laut Greg LeMonts Gesetz saubersten Männer mit Doping verbunden. Einer davon ist der erstaunliche Tramadol Baudin. Vincent Lavenues Team durchlebte Jahrzehnte ohne Prestige auf Welttournee-Niveau. Tatsächlich beendeten sie die Saison 2023 eher traurig auf Platz 18 der UCI-Rangliste. Was also ist passiert? Dieses Jahr, 2024, sind sie nach den milliardenschweren arabischen Scheichs zweitbestes Team. Und all dies wurde in gerade mal 5 Monaten erreicht, indem sie die Anzahl der Siege gegenüber den vorherigen 10 Jahren übertroffen haben. Wir sind überzeugt, es ist das stärkste verbesserte Team der Saison. Sogar unser Lieblingsweiß-Kenianer hätte eine Chance, auf einem Van Rysel-Bike zu gewinnen. Wir betrachten die Daten und analysieren die Fakten. Ein klares Zeichen für ein stark verbessertes Radsportteam sind die plötzlichen Leistungssprünge der besten Athleten. Dinosaurierjäger Ben O'Connor gewann seit Mitte 2022 nicht, doch dieser Jahr, er gewann bereits die Vuelta a Murcia, wurde Zweiter in der UAE Tour, wo er auch eine Etappe gewann, Zweiter im Giro del Trentino und dann Fünfter im Tirreno Adriatico. Bei Giro d'Italia peilt er eine weitere Top-5-Platzierung an. Ein mittelmäßiger Sprinter, verspottet vom Alkoholiker Lefebvre, 1,5 Jahre ohne Sieg auf hohem Niveau. Und dann plötzlich, im Alter von 33, zeigt er neues Leben bei den 4 Tagen von Dünkirchen, wo er 4 Etappen und die Gesamtklassement won. Dorian Godin hatte noch nie ein World-Tour-Niveau-Rennen gewonnen und bereits 2 Etappensiege in einer heftigen Tour von Romandie erzielt. Doch dann besonders urkomisch war die Atomexplosion von Benoît Conifoy, ein guter Rennfahrer mit gutem Topspeed, in den Hügeln geschickt und listig, wenn es um siegreiche Rennmanöver geht. Ein Podium bei mehreren Ardennenklassikern und bereits Sieger auf World-Tour-Niveau Grand Prix Quebec 2022. Genau seitdem hat Conifoy nichts mehr gewonnen, nicht mal ein Dorfrennen in seinem geliebten Frankreich. Diese Saison jedoch räumt er alles ab, auf allen Terrains. Ob er sehr lange Sprints wie im Grand Prix Mont Blanc abfeuern muss, der stärkste Mann in der Ausreißergruppe, der die restlichen Rivalen an der Ziellinie abfertigt wie in de Brabant-Sappel oder sogar einen Sieg in einem Prolog gegen die Uhr einfährt wie bei der Boucle de la Mayenne. Das ist eine Disziplin, in der er sich nie spezialisiert hatte, öfter außerhalb der Top 100 als innerhalb. Er hat 7 der 21 Teamsiege gewonnen. Nur 7. Er wird sicher einer der besten Fahrer des Jahres im UCI-Ranking. Wie erwähnt, alles absolut sauber gemacht. Ein klares Zeichen der Teamverbesserung ist die Beseitigung jeglicher Dopinggeißel. Weshalb sie Franck Bonamour ausgeschlossen haben, den beliebten französischen Radfahrer, den sie 2023 unter Vertrag nahmen und der im Lavenhuse-Team nichts tat. UCI unter David Lepartient
stets schwach gegenüber den Starken und stark gegenüber den Schwachen, sanktionierte diesen Radfahrer aufgrund von Anomalien im biologischen Pass. Unverständliche Anomalien, so die UCI. Aber dies ist dieselbe Institution, welche behauptet, ein positiver Salbutamol-Test reiche nicht aus, um einen Radfahrer zu sanktionieren. Sie würde stattdessen lieber eine Vuelta a España als Entschädigung vergeben. Lavenu, der Mann, der kein Problem hatte. Festina-Trümmer wie Laurent Brochard oder Christophe Moreau zu rekrutieren, hat sofort den gedopten Franzosen entlassen. Vielleicht muss er jetzt Spanier werden, damit Anwalt José Rodríguez El Pizza ihm helfen kann, eine kleine Zahlung zu fordern, genau wie Ibai Salas vom Team Burgo BH, der ebenfalls wegen eines Problems mit dem biologischen Pass sanktioniert wurde. Und wäre das nicht genug, hat das Casino-Team den vormals erwähnten Tramadol Boudin wieder eingestellt. Denken Sie daran? Ohne weiße Haut und gälischen Pass freuen Sie sich, Karrieren zu zerstören oder es zumindest zu versuchen. Aber bist du ein junges französisches Versprechen? Passiert nichts. Trotz Tramadol-Einsatz bei einem ganzen Giro d'Italia. Mit anderen Worten, siehe da. Das Doping wurde gänzlich aus Lavenus Team entfernt und deshalb verbesserten sie sich stark. Das aktuellste deutliche Anzeichen für Teamverbesserung ist das Auftauchen völlig unbekannter junger Stars. Junge Stars erobern das Peloton wie Tramadol Boudin oder die große französische Sensation der Saison, Paul Lepera. Ein Kerl, der vor dieser Saison ohne Siege war, hat jetzt schon 3. Ein Sieg im Baskenland auf Worldtour-Niveau und 2 herausragende Darbietungen bei Lüttich und vor allem beim Amstel Gold Race. Er wurde 5. trotz eines halben Tages mit Luft im blassen Gesicht. Eine weitere große Überraschung ist Valentin Paripente, der jüngste der Brüder, gleich groß wie Poggi, wiegt jedoch 15 Kilo weniger. Dieser radioaktive Mr. Burns hat seinem Bruder geholfen, den Giro del Trentino zu gewinnen und wurde zu einem der besten Kletterer beim Giro d'Italia. Dort hat er seinen ersten Profisieg erzielt, bemerkenswert, und einen erfahreneren Fahrer besiegt, der genau weiß, wie das Casino-Team funktioniert, wenn keine plötzlichen Verbesserungen intern vorkommen. Wir sprechen von Romain Bardet. Wie wir andauernd sehen, gewinnt jeder in diesem Team. Noch zu glänzen sind Felix Gar, dieses Jahr nur für die Tour de France im Einsatz. Und das französische Ungeheuer der letzten Saison, Victor Lefebvre, der nach einer Unterschrift über 1,5 Millionen Euro sich peinlicherweise aus der Kampagne erraschte. Mit einer kuriosen Verletzung, die bisher niemand erklären kann. Aber stellt euch die Transformation von Menschen zu Außerirdischen für diese Wesen vor. Aber wie machen sie das? Wie sind sie zu solchen Gewinnern geworden? Ganz einfach. Van Rüssel Motorräder sind besser als die BMC, die sie vorher hatten. Diese Räder kannst du im Decathlon für 9.000 Euro kaufen. Vielleicht wärt ihr besser beraten, in unseren Kanal zu investieren. Das könnte euch mehr Freude bereiten, als eines der Plagiatorenräder zu kaufen. Großer Coup. Die Verpflichtung von Dominique Serrier, Sieger von Paris-Dakar 1993 und Triumph Mitsubishi zwischen 2001 und 2007. Er ist jetzt Teamdirektor. Vincent Lavenu engagierte einen Motorenexperten für einen Sport, bei dem nur die Beine zählen. Er wollte, dass ihre Motorräder die besten sind. Und das ist ihm gelungen. Norm Peter, der Pedalritter des Neo-Casino-Teams, besteht auf mehr Professionalität. Jedes kleine Detail wird beachtet. Sie kopieren die Methoden mächtiger Teams wie Rabobank oder Sonia Duval. Sie trainieren bereits im Hochleistungszentrum von Granada und nutzen hypoxische Räume, die die Höhenwiderstandsfähigkeit der Casino-Teamfahrer steigern. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Es gibt keine weiteren Faktoren, die erklären, weshalb dieses bescheidene Radfahrerteam ohne große Superstars, Versprechen oder Spezialisten plötzlich alle bei kleinen Veranstaltungen beiseite fegt und sich ihren Anteil sichert bei Veranstaltungen, wo die Außerirdischen antreten. Es kann keine Drogen geben, denn in einem von Vincent Lavenu geführten Team gibt es nur gesunden und verantwortungsvollen Sport.